Es ist Zanderschonzeit und da habe ich mal Zeit, ein bisschen in alten Boxen zu kramen. Und deswegen nehme ich euch heute mal mit und zeige euch das Kauli-Archiv. 20 Jahre lang, die mich dieser Köder hier schon begleitet. Alle Stationen, Farben, die es davon schon mal gab oder auch andere Formen. Verschiedene Packungen, die er schon durchlebt hat. Und wie es mit dem Köder weitergeht. Alles jetzt in dieser Folge. Diese Kiste habe ich jetzt seit Jahren nicht aufgehabt. Klar, ich habe jetzt gerade mal kurz reingeschaut, ne? Aber was da drin ist, das ist ein Schatz und auch wirklich dokumentiert, welche Reise ich schon mit dem Köder erlebt habe. Wann das losging, die ganzen Stufen. Und ich nehme euch jetzt mal wirklich mit und zeige euch auch Sachen, die es gar nicht mehr gibt, die aber mal wirklich sehr populär waren bei den Zanderanglern, gerade als das Spinnfischen so losging. Und viele wundern sich jetzt natürlich, weil jetzt Bewegung in die Sache kommt. Die werden ja jetzt erstmal über den Fachhandel vertrieben, über eine neue Packung, die dann kommt, die kann ich schon mal zeigen. Und da kommen natürlich viele Ängste auf. Ne? Ist das noch mein Originalköder? Hat sich da was geändert? Ist die Mischung anders oder irgendwas? Nein, außer die Packung ändert sich nichts. Und ich nehme euch aber jetzt mal mit in die Anfänge, in die Zwischenstationen und freue mich, mit euch da mal drin rumzustöbern. Jetzt zur Schonzeit ist doch das schön, mal seine Boxen zu sortieren, mal drin rumzuwühlen. Und das machen wir jetzt. Ordentlich wie immer bei mir alles. Das ist nicht chronologisch, aber man sieht schon einige Sachen. Und ich musste jetzt eigentlich mal wirklich unten reinwühlen, damit wir mal einen Sprung zurück machen in die Zeit, wie was ja, anfing, was so die ersten Kauli-Gummifische waren. Ach krass. Ein 16er. Das war ein Mega-Kauli-Muster, ein erstes Formmuster. Noch eins. Na gut, ein bisschen krumm, weil er jetzt hier irgendwie drin lag. Hätte ich auch mal ordentlich hinlegen können, ne? Naja. Pünktchen! Aber ich merke schon, das wird eine große Nummer hier. Sorry. Hat es ein bisschen verknickt alles, ne? Aber es ist wirklich unvorbereitet, gehe ich da jetzt hier rein, so wie es ist. Und könnt ihr euch an die Packung erinnern? Das war so noch nicht 2004, da hatten die noch Glasaugen. Mal gucken, ob ich die noch finde. Das waren die allerersten, 2003 mit Glasaugen. Und die sind immer rausgeputzelt und so. Und dann haben wir angefangen, die hier farblich zu machen. Und das war eine Packung aus dem Team der Angler, man sieht es hier drauf. Ne? Das war das Team mit Jörg Strelow zusammen, wo wir halt quasi angefangen haben, Zanderseminare zu geben. Oder er hat es angefangen, ne? Und ich war da schon mit dabei und habe dann auch Touren gemacht im Osten. Das hieß dann Zanderkant Ost. Das war 2005 ging das los, habe ich dann diese Touren gemacht. Aber schon 2004 in Hamburg da im Fährhaus Tatenberg, wo die Seminare waren, immer übers Wochenende, so ein Wochenendseminar war das, da mitgewirkt. Und das war einfach der Köder, der zum Leihgerät gehörte. Vorher haben wir quasi ihr Angelgerät eingekauft, ne? von Firmen, die so passend waren. Und dann haben wir angefangen, selber zu optimieren, das auf das Zanderspinnfischen zu optimieren, weil die Köder ja dann auch bei den Gästen fangen müssen. Und wir haben dann eigenes Leihgerät gestellt und natürlich dann auch die Köder dazu. Dann wollten die Leute natürlich die Köder haben. Nachdem sie damit gefangen haben, kann ich die irgendwo kriegen, kann ich die mit nach Hause nehmen und so entstand ein eigener Online-Shop. Also so ging das dann langsam los, weil die Nachfrage der Leute, die bei uns waren, ja auch dafür gesorgt haben, dass diese Köder, dass diese Kaulis quasi auch zu den Leuten nach Hause kommen. Ne? Hier, Klarklitter. Kennt ihr noch das Dekor? Schreibt mal in die Kommentare. Okay, ich muss jetzt raussuchen. Hier sind die Glasaugen, die allerersten. Ja, ist viel Plastik, ne, und alles damals. Eine Farbe, die es auch gar nicht mehr gibt, hat sich nicht durchgesetzt, ne? Aber fängig auf jeden Fall war auch. Und das waren wirklich die allerersten Kaulis. Mit Glasaugen, noch ein bisschen stumpfer Kopf. Das war so der erste Leihgerätköder und der hatte noch Schwächen gehabt, ne? Und dann haben wir halt dann angefangen, den weiter zu optimieren, natürlich immer wieder mal Stück für Stück und sind dann natürlich irgendwann hier gelandet
mit aufgestempelten Augen. Das sind die ersten Nicht-Glasaugen. Hier sind sie. Auch ein Dekor, was sich gar nicht durchgesetzt hat. Ne? Ich zeig's mal richtig rum. Ne? Der allererste, die Form und mit Glasaugen noch. Und das war, glaube ich, die zweite Charge schon. Immer noch als Leihgerät halt und dann auch als, ja, anfänglich mit dem kleinen Online-Shop dann, der über Jörg lief, ne, über der Angler. Den allerersten, den wir quasi noch bezogen haben als Leihgerät, den wir eingesetzt haben, bevor Jörg gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen eigenen Köder als Leihgerät, der dann Kauli hieß, war der HS-Jet von Spro. Also der Henk Simons, ne, der hat gerne so einen länglichen Köder gefischt mit einem hochfrequenten Paddel hinten dran. Und zwar war die Form von Skinny Beer, der Ursprungsköder von Amis. Der hat den rübergeholt, hat damit den geangelt, ist bei Spro Teamangler geworden, hat gesagt, ja, wir machen eine Range mit Henk. Geil. Und er hat natürlich diesen Köder genommen, hat gesagt, den hätte ich gern bei mir in der Range. Und dann kam der von Spro, das war so der allererste HS-Shed. Der hatte Glasaugen und der Schwanz hier hinten war sehr dünn. Und wir haben dann gemerkt, okay, da können wir noch ein bisschen was verbessern. Haben aber erstmal das so gemacht, dass der Schwanz hier hinten dicker ist, dass die Schwänze nicht so oft verloren gehen. Haben das im Glasauge aber erstmal gelassen und dann gemerkt, okay, das ist auch unnötig, dass es oft abplatzt und sowas. Das ist ein optisches Ding für einen Fisch, egal. Aber dann angefangen, die ersten kleinen Tupfen hier. Da waren die Augen noch ganz klein und tupfig, aber der Schwanzstiel hinten war wesentlich dicker. Und das hat dafür gesorgt, dass auch bei Anfassern, Fehlbissen oder bei Fehlanheben, dass das Schwänzchen hinten nicht geklaut werden konnte so schnell. Also die haben wesentlich länger durchgehalten. Und warum haben wir den Kauli genannt oder Jörg hat den so genannt? Weil das passt zu dieser defensiven Führungstechnik am Grund. Weil so ein Kaulbarsch auch so am Grund liegt und so ein Temperamentsbolzen ist er ja nun auch nicht. Und schleppt sich so von Ort zu Ort. Und genauso fischen wir auch mit der Kurbelumdrehung. Diese kleinen Sprünge. Und deswegen war das einfach nur an den Beutefisch angelehnt, Kauli. Das war jetzt eigentlich gar nicht so der große Wurf, sondern einfach, das hat sich dann so umgangssprachlich dann so etabliert. Obwohl wir es auf der Packung gar nicht draufstehen hatten. Also das kam erst später, aber dazu noch gleich. Kennt ihr die Farbe? Mit dem habe ich am Rhein gut gefangen. Und zwar im Kölner Raum. Ich habe ja in der Fisch- und Fangredaktion 2008 ein Büro gehabt, also gearbeitet direkt. Habe dort so Veranstaltungen gemacht und auch in der Redaktion gearbeitet. Und habe dann natürlich viel am Rhein geangelt, also quasi am Mittelrhein. St. Gorshausen, die ganze Geschichte. Mein erster Zander am Rhein war 78, habe ich bei Hochwasser gefangen an der Lorelei. Und den habe ich auch noch da, den Köder, mit dem das war. Und habe dann später in Köln auch viel gefischt und habe mich am Rhein ein bisschen durchgeangelt, Bro Lützig, die ganze Ecke unten. Und da war der echt gut. Also dieses in diesem ja recht ja, türkisen, ganz, ganz schwach angetrübten bis klarem Wasser habe ich damit mit diesem Grünglitterpartikel, der so einen leichten UV-Schimmer im Rücken hat, wenn man den so ein bisschen zeigt, ganz gut gefangen. Hat sich aber auch nicht durchgesetzt, weil ich den für andere Gewässer oder so großartig gar nicht brauchte, weil ich die Dekore hatte, die da auch schon gut funktioniert haben. Ach ja, jetzt ist das Auge verkehrt rum gestempelt. Da ist die Pupille weiß. Ich weiß nicht genau, ob das ein Unfall war von der Produktion oder ob das so gewollt war. Auf jeden Fall war das auch mal so rum, was aber nicht jetzt kriegsentscheidend war. Aber das war ein geiles Dekor auch mit diesem UV-aktiven. Damit habe ich 2007 im November einen 98er Zander gefangen. Mit dem Köder. Weiß ich noch. Jetzt sind wir schon bei 2008 gewesen. Ja, verschiedene Dekore habe ich hier. Ach, von damals noch, stimmt. Ah, Stinte. Das ist ein Urschleim-Ding hier. Das ist ein Urschleim-Ding. Wie viele Köder hat er, Sebastian? Ja. Ey, das ist ein Knaller. Das Ding ist, die Tüte ist von 2004 oder 2005. Und die habe ich immer noch. Und zwar, man sieht, oh, der erste Turtelgrün-Kauli mit Glasaugen. Auch die Mischung noch recht steif. Ne? Also und auch noch der kurze Schwanzstiel hinten. Und da drin der dazugehörige Stint, so hieß der damals. Weil ja, wir haben ja diese Seminare im Hamburger Raum gemacht und da gibt es ja Stinte als Beutefische. Also war das der Stint und das der Kauli. So hat das Jörg damals genannt. Und hier mit Glasaugen beide. Und in der ersten Turtelgrünen Farbe, ja. Warum Turtelgrün? Klingt ja ein bisschen komisch, der Name. Hat nichts mit einer Schildkröte zu tun. Es gab einen Kameramann beim NDR, der mit uns in der Elbtalaue unterwegs war. Und
dessen Spitzname war Turtle, aber er war auch gleichzeitig Angler und hat mitgeangelt und hat halt immer mit der Farbe geangelt, weil da hat er den ersten Fisch mitgefangen und hat den da nur noch dran gehabt und deswegen, weil der Spitzname von diesem Kameramann Turtle war, war das die Farbe Turtelgrün. Wir haben von den Dekornamen noch gar nicht so, wir waren da gar nicht festgelegt. Das war alles so eine, ja, hat Spaß gemacht, war alles ein bisschen locker und alles als Leihgerät noch zu der Zeit. Und deswegen kam der Name Turtelgrün, der auch so komisch geschrieben ist, nämlich nach dem Spitznamen dieses Typen und hat mit einer Schildkröte gar nichts zu tun. Warum eigentlich so viel in einer Tüte? Das war aus der Zeit, wo wir das wirklich als Leihgerät für die Touren hatten und nicht im Onlineshop verkauft hatten. Also diese abgepackten Teile wie hier, ne? Zum Beispiel da, die es dann später gab, die kam ja erst da auf, als wir da die Dinger auch verschickt hatten. Das heißt, der hier war aus der Zeit, wo wir das nur als Leihgerät bekommen haben. Also direkt für uns produziert, immer in 100er Tüten. Immer so, zack, und hatte jeder alle Farben bekommen. Und jetzt kann ich euch die Entstehungsgeschichte vom Pinky erklären. Das wird richtig gut. Nämlich das Dekor, wo kommt das her? Ich muss jetzt erstmal den Pinky suchen. Mal gucken, den gibt's auch. Mal gucken, was es alles gab. Schon für abenteuerliche Dekore. Ach krass. Rotendle. Der Schneeweiße. Und ein Turtle, alles zusammen so. Eine Mischpackung. Alter. Der Urrauchglitter liegt hier auch noch. Gibt's da alles gar nicht. Oh. Warum experimentiert? Hat sich aber nicht durchgesetzt. Mal an so einem baurigen Köder mal dran gewesen. Das ist bestimmt, boah, 12, 13 Jahre her. Ey Leute, das ist, hier, gab's auch mal. Den habe ich sogar in Quarantäne hier, diesen Beutel. Weil da ist Folgendes passiert. Das war unser Pünktchen. Also, hier ist er doch, Pünktchen. Als stimmt. Ne? Der hatte hier so einen roten Kehlfleck gehabt, blauen Bauch und perlmuttweißem Rücken. Und ich hatte die natürlich, bevor sie jetzt so in der Online-Shop-Variante waren damals, natürlich auch in so einem 100er-Pack bekommen. Und habe die im Winter quasi gelagert, aufeinander gestopft, so einer großen, ja, Ikea-Tüte. Und dann, als die Saison näherte, schaute ich die an und bin aus allen Wolken gefallen und war richtig enttäuscht und sauer, dass ich die so zusammengepackt habe, weil nämlich dieser Kehlfleck, der rote, ausgelaufen ist und hat den perlmuttweißen Rücken so perlmuttpink gemacht. Aber der ist jetzt mittlerweile noch dunkler geworden über die Jahre. Ne? Liegt da bestimmt schon, da könnt ihr ja ausrechnen, von 2004 bis jetzt. Das sind fast 20 Jahre, liegen die hier drin. Und ja, da war der so perlmuttpink, der Rücken. Was habe ich gemacht? Ich habe es einfach geangelt. Und zwar überall da, wo ein bisschen risikoreich war, wo ich was noch nicht kannte, oder hängerreicher, gesagt, komm, ich fische jetzt hier Dinger. Und habe dann gemerkt, dass die besser gefangen haben als die ursprünglichen. Also der Verfärbte hat besser gefangen mit dem perlmutt-pinken Rücken als der. Dann habe ich gesagt, okay, den will ich so haben. Später dann. Habe dann quasi so ab, dann war das 2010 oder 2009, gab es dann, glaube ich, das erste Mal den Pinky. Ich guck mal in den aktuellen Boxen. Da ist er. Und aus dem Unfall hier mit dem Pünktchen ist der Pinky entstanden. Da habe ich dieses, ja, Perlmuttpink ein bisschen kultiviert und auch diesen Bauch ein bisschen metallic gemacht. Ne? Und das Ding rasiert ja nun bis heute. So waren sie ungefähr damals. Mit dem leichten, ja, das Perlmuttweiß wurde quasi zum Perlmuttpink. War die Gabelschwanz-Variante der Stint, ne? Und daraus dann einfach gesagt, hey, ich will das Dekor so haben, nur ohne diesen Mittelfleck, weil ich den Rückeneffekt so haben will. Und so entstehen manchmal Sachen. Aus einem Unfall entsteht dann ein neues, geiles Dekor. Das sieht aus wie auf dem Schlachtfeld hier, ey. Ich bin immer noch nicht fertig. Da hatten wir hier die Stinte in der Farbe. Auch in Kauli hatten wir gehabt, ne? Hier in ja, verschiedene Sachen rumgespielt. Ach, hier ist noch ein Goldglitter. Das waren die Urfarben. Violettglitter, Goldglitter, Pünktchen, Rauchglitter. Das war die allererste Ausstattung, bei der wir auch immer geblieben sind. Ne? Der zum Beispiel Gold, ne? Goldglitter, der allererste, genau. Da ist er doch. Sieht aus wie Honig, ne? So ein bisschen heller, das blasser. Aber bis heute ist der quasi im Sortiment, ne? Vom Dekor.
Und dann gab es eine fatale Charge. Die war Ende 2007, Anfang 2008, mit der sich viel verändert hat. Immer noch über derangler.de von Jörg kam diese Packung in den Handel. Und da stand das erste Mal Zanderkant-Kauli drauf. Das war ein Wort, was wir so spaßig von der Waterkant, also Hamburger Waterkant, Zanderkant, so haben wir das halt damals irgendwie, aber nicht gelabelt, das war noch keine Marke. Und da stand das erste Mal drauf und der lief nicht. Also die, auch die Dekore hinten, ne? Da steht drauf hier Kauli Turtelgrün, auch so geschrieben wie heute noch, kam sogar in den Fachhandel. Die hingen sogar in Angelläden drin. Und genau bei der Charge ist was schiefgelaufen. Ich habe die das erste Mal gesehen, ausgepackt und gesagt, nee, die Schwänze waren anders, der lief nicht richtig. Und da wurde auch eine Investition ja, so halbwegs in den Sand gesetzt. Und das tat weh, das war bitter. Und da ist irgendwas passiert. Und das ist nämlich die Gefahr, wenn man produzieren lässt und bei den Werken irgendwas schief läuft und die das aber nicht kommunizieren. Wahrscheinlich waren die Form weg oder irgendwas und die haben einfach dann die Dinger so ähnlich gemacht und das waren sie aber nicht. Das war schmerzhaft und da wussten wir erstmal nicht, wie es weitergeht. Ja, als das da passiert ist, ne, hatte sich Jörg entschieden, mit der Firma Balser was zu machen. Und der hat dann mit der Firma Balser zusammen einen anderen Kauli in den Handel gebracht, der aber auch wieder anders war von der Form und mit einer neuen Mischung. Ne? Und ich habe mit Jörg dann die Vereinbarung gehabt, dass das restliche Team am Original dranbleibt. Ne? Und dass wir den weiterhin versuchen, also wieder zu beleben. Also nochmal nachhaken, nochmal gucken, was ist da passiert, was ist hier mit der Packung schiefgelaufen. Und das hat zum Glück funktioniert. Und dann kamen sie wieder in der gewohnten Form. Wo habe ich denn hier was? Genau. Da kamen sie jetzt zum ersten Mal in der Dreierpackung. Der Goldglitter und der Junior. Den wollte ich halt quasi haben, weil ich habe die früher gekürzt, die Teile. Und wollte auch einen kleineren, der weiter fliegt. Und der ist noch ohne Augen. Ein bisschen verschrumpelt, weil das schon echt alt ist hier, die Packung. Und hier so ein paar Montagevorschläge. Und so kam das noch, immer noch unter dem Der Angler-Label. Und hier steht wieder Original Zanderkant-Kauli. Aber halt irgendwie geschrieben. Ne? Also wir haben das halt mal so geschrieben gehabt auf der blauen Packung. Ne? Jetzt ist es so hier geschrieben, mit so einer Schriftart. Das haben wir eigentlich nie so wirklich ernst genommen, weil es noch keine Marke war in dem Sinne. Ne? Es ging ja wirklich bloß um die Köder. Hier ist noch so ein grünlicher, den hätte ich auch mal gehabt. Die wollte ich haben. Dann sieht man auch mal die Schwankungen, die es dann noch gab, ne? Von den Farben. Mal waren sie so dunkel, dann waren sie so hell. Und den haben wir auch wieder verworfen. Und dann gab es nochmal eine neue Packung. Dann so 2011 vielleicht. Kann das sein, ja? Dann kamen sie hier. Unter der Packung. Und dann hatten wir schon den Schriftzug so. Denn nämlich der Webmaster von Jörg, der auch den Versand gemacht hat von der Angler, ne, also der diese Kaulis versendet hat, den Online-Shop betreut hat. Und er, der den Shop betreut hat bei uns, ne, hat dann auch diesen in der Zeit das erste Mal diesen Schriftzug hier gebastelt. Den hat er mit so einer ja, freien Schriftart geschrieben. Das sah ganz fetzig aus und seitdem ist das dann auch so geblieben. Da, das war von 2009 oder so, das Foto von mir, oder von 2010 irgendwie, weiß ich noch, ist ein Zander aus der Talsperre Hohenleuben in Thüringen, vom Ufer gefangen. Und er war dann da drauf seitdem. Und bei Jörg und er, die hatten sich dann irgendwie nicht mehr verstanden. Da war irgendwas. Keine Details, geht mich auch nicht an. Ich habe gesagt, ich bleibe dem Köder treu. Ne? Immer noch da, wo der herkommt. Habe auch den 9er dann weiterhin und habe dort dann den 16er angestoßen. Hier sind die Muster. Einmal so handgegossene Muster, wie das, die Farben erstmal egal, wie ich mir das vorstelle, so ein 16er. Auch mit einer flachen Nase, ne? Hatte ja auch der 9er dann schon gehabt, das erste Mal. Ne? Oder das erste Mal 9er war ja hier, in der Gammelpackung. Oder... Ja, genau. Und daraus ist dann auch dieser Mega entstanden. Das habe ich dann einmal Junior und einmal Mega-Kauli mir so einfallen lassen. Habe ich sogar geschützt als Marke den Namen. Und ja, so ist er heute. Ne? Und das waren so die Anfänge. Und dann hatte ich dann 2012 oder 2013 hatte ich die ersten fertigen
16er gehabt. Da müsste ich aber auch noch eine Packung haben. Also irgendwo schwören die rum. Zwischen dem hier, ja, und dem gab es noch einen Zwischenstep. Ich weiß aber gar nicht, die Packung ist leer, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, ob die in den Handel gekommen ist oder ob das nur als ein Muster war, wie die aussehen könnten. Das war der Übergang. Das heißt, Jörg war ja bei Balser und der den Webshop für Jörg gemacht hat und betreut hat, war damals sogar sein Schwiegervater ins B, hat sich mit dem Werk irgendwie überworfen, hat sich aber vage gehalten, ich hatte nicht die richtigen Infos gehabt, ne? Bis ich dann natürlich, weil ich selber mit dem Werk guten Kontakt habe, dahinter gekommen bin, dass er da irgendwie mit denen sich verworfen hat und dann habe ich mit dem Werk weiter zusammengearbeitet, ne? Auch durch den Segen von Jörg, ne? Hat gesagt, kannst du gerne machen, freut er sich, findet er gut. Und dann habe ich mit meinem damals besten Kumpel zusammen da einen eigenen Shop gemacht und dann sind wir von dem auf die, die ihr ja gekannt habt, ne, hingekommen. Und dann habe ich auch die Marke angemeldet, also Zanderkant als Label gemacht, was ich aber heute nicht mehr benutze, da ich gleich mehr dazu, und habe gesagt, okay, lass nur noch wir beide machen jetzt das Ding gemeinsam. Er kümmert sich um den Shop, ich mache den Rest, ich investiere, ich hole die Köder ran und dann habt ihr die Packung, die ihr eigentlich jetzt die letzten Jahre quasi so gesehen habt, ne? Die vielleicht viele kennen, die so kam, ne? Die Domain hier unter mir, immer noch meine Domain. Und ich bin der Zollverantwortliche für den Import. Da ist mein Name drauf, ne? Sebastian Hähne, zack, zack, mit Adresse und zanderkant.de. Das war die Domain, die jetzt umleitet auf zandercoaching.de. So lief das jetzt die ganzen Jahre, ja, bis 2021 so richtig, lief es rund, halbwegs rund. Warum konnte ich überhaupt das Label damals Zanderkant 2014 als Marke anmelden auf mich und damit durchstarten? Jörg ist ja der geistige Inhaber davon und hat mit mir ein Schriftstück, dass er das auf mich überträgt, zusammen auch mit den Domains. Also auch hier diese Hauptdomain, die immer noch auch mir gehört, die jetzt umleitet auf zandercoaching.de, hat er mir damit übertragen. Also da gibt es ein Schriftstück, er hat damit nichts mehr zu tun, er hat mit seinem neuen Partner was gemacht, hat neue Sachen auf den Markt gebracht und ich habe quasi die Sachen weitergeführt, jetzt alleinig, und habe darüber auch ein Schriftstück gehabt. Oder habe es noch. Völlig ohne Beef, so wie wir das in freundschaftlicher Zusammenarbeit jahrelang gemacht haben. Habe immer noch guten Kontakt mit ihm, liebe Grüße, ne, an dich. Wir hatten auch neulich erst telefoniert und vielleicht mache ich mal einen Podcast mit ihm. Ich frage ihn mal, ob er Lust hat. Und ja, so ist das dann halt dann gewesen. Und dann haben wir die Sachen hier zusammen weitergemacht, weil ich kann es ja nicht alleine machen, ne? Ich brauche jemanden, der im Hintergrund wirklich sich reinstemmt und auch die Päckchen packt, das Lager macht. Ne? Das geht ja auch um Steuerbelege und Co. Also ein Shop klingt immer so einfach, ist aber ganz schön viel Arbeit. Und haben wir das hier gemeinsam echt gut gemacht. Und 2021 habe ich ihn dann mit in die Marke eintragen lassen, weil wir es größer machen wollten. Und dann wollte er dann sein eigenes Ding machen. Ne? Fühlte sich da nicht mehr so frei oder was und hat gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, und jetzt hat man das Problem gehabt. Ich hatte zu viel im Vertrauen aus der Hand gegeben, wurde mir weggesnatcht, soll aber nicht Thema hier sein, denn hier geht es um die Köder. Entweder kann ich mich jetzt hier jahrelang streiten, bis wir das wieder geklärt haben, oder ich mache einfach unter einem neuen Label weiter, mit meinem Namen, aber mit den gleichen Ködern. Und genauso ist es dann passiert. Und deswegen gibt es ab Mai die Originale unter dem Label. Unter dem neuen Zander-Label, aber wichtig ist mein Name bei Sebastian Hähnel, mit dem neuen Partner, den ich mir gesucht habe, Zack Fishing, ne, wo wir auch schon seit Jahren zusammengearbeitet haben, was die Route betrifft. Ne, die habe ich ja schon über Zack kommen lassen, also wir haben schon so freundschaftlich und auch geschäftlich schon länger Kontakt. Und das ist der ideale Partner mit seinem Händlernetz, ne, die auch in den Fachhandel jetzt zu bringen. Und dann kommen die halt quasi unter dem neuen Label in eine neue Packung und außer die Packung und die Vertriebswege ändert sich gar nichts. Weil das ist immer noch das gleiche Werk, mit dem ich immer noch zusammenarbeite, die immer noch für mich die Sachen aber jetzt für jemand anderen, ne, produzieren. Und immer noch durch meine Hand kommen die Köder hierher. Und ich freue mich, dass ab Mai dann auch der Fachhandel davon profitiert, dass ihr sie überall bekommt. Nicht nur bei Zack Fishing, sondern auch im gut sortierten Fachhandel mit der kompletten Farbpalette. Es hat sich nichts geändert, außer die Packung. Wie so einige Male sich in der 20-jährigen Geschichte dieses Köders sich die Packungen geändert haben, die Schriftzüge geändert haben, die Namen geändert haben teilweise. Und diese Packungen kommen jetzt auch mit ins Archiv. Gehören ja auch mit zu der Geschichte. Jetzt steht jetzt
erstmal nur Zandergummi drauf. Das ist eine Absicherung, weil ja Jörg ja auch einen Kauli hatte, den er mit Balsa gemacht hat. Dann gab es einen Kauli, den ich jetzt da reingebracht habe und Carsten sagte, ja, lass uns einmal was Neutrales nehmen, was auch zum Zander-Label passt. Zandergummi, Zanderwumme, ne? Zanderläufer, ne? Der Wobbler dann. Alles erstmal auf dieses Label neu einstellen. Und vielleicht nennen wir ihn auch wieder Zanderkauli. Mal sehen. Es ist einfach jetzt erstmal so, damit wir erstmal im Oktober entscheiden konnten, hey, wir machen weiter, wir produzieren jetzt. Und damit das mal vorangehen kann und dass es den Köder auch immer noch für euch gibt. Verbesserungsvorschläge, ja, mal die Nase wegmachen, vielleicht mal Flavor reinmachen in den Köder. Haben wir alles überlegt und diskutiert, aber der hätte sich doch nicht die Jahre lang gehalten als Fangmaschine, so wie er ist, wenn er nicht so genial wäre. Und deswegen bleibe ich erstmal bei diesen Formen. Farben bleiben mir auch gleich, ne? Und mache gar nichts anders. Aber wir arbeiten natürlich auch mit dem Team von ZEK an ganz neuen Gummiködern. Ich will noch nichts zeigen, noch nichts spoilern, nur das Bewegungsmuster ändert sich mal komplett. Und das will ich auf die Zanderangelei noch mal ein bisschen verschärfter anpassen. Und er wird dann natürlich den Originalen ergänzen. Also über die ZEK-Palette kommen auch ganz neue Köder. Das ist nur der Start, mit dem es erstmal losgeht. Und ich bleibe meinen Sachen treu, weil ich will den ja weiterhin angeln. Das ist erstmal der Hauptgrund. Ne? Und ich will mir ja auch treu bleiben und auch sagen, hey, mit der Zander Range bei ZEK geht es erstmal mit meinen gewohnten Dingern, die so eine lange Geschichte mit mir hier haben, weiter. Aber es kommen neue Dinge, könnt ihr euch drauf freuen. Aber das machen wir Stück für Stück für Stück. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst, dir das Archiv mal mit reingezogen hast. Diese bewegte Geschichte, wie viele Packungen da schon waren und wie viele Farben und Zeug wir hatten. Aber die Farben, da haben wir die besten, ne, die 11 Stück. Vielleicht gibt es mal eine Sonderfarbe, man munkelt. Ich verrate noch nicht viel. Alles nach und nach. Macht auf jeden Fall Spaß. Bleibt dabei und fangt Fische damit. Ich werde es weiterhin tun. In dem Sinne, dickes Petri und bis zur nächsten Folge.